Fortnite, Big Sammy. Was immer du willst, ich will ein Kind von dir. Bruchgummi, das haben wir doch schon gehabt. Was, nein? Warum nein? Flash sagt auch nein, das trifft mich. Ich würde es einfach mal gern probieren, weil ich glaube, dass es gut ist. Let's go. Ja, nicht. Nein, hab Angst. Da gibt doch viele Secrets, sogar schwer, das einfach rausfinden. Oh ja, schau mal. Schau mal, oder? Ich? Angst? Ha! Nein. Kannst du ein Ziel spielen. Aber ist doof? Makishi. Aber ist nice. Ich glaube, pass auf, wir probieren das einfach mal. Wir werden uns einfach in die Gefilde des. Ich probier's. Wir können ja immer noch was anderes spielen, ja? Jetzt machst du dich in die Hosen. Ja, schau mal. Samian. Horror. Okay, was eigentlich mit deiner Käppi falsch? Was soll falsch sein? Weil die Grün ist da. Ich hau jetzt auch ab. Black Werner. Ja, Black Werner, schön, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Ja, und dann wird richtig gerockt. Ja, so, pass auf hier. Wir werden jetzt spielen, okay? Wir spielen jetzt ein Horror-Game. Ich hab schon Angst. So, achso. Start es mal. Shadow Distance 70. Okay. Soll unheimlich sein, ja? Aber mach mal einen IQ-Test. Warum? Was sagst du eigentlich zu Red? Habe ich doch gar nicht gesehen. Also, pass auf. Beware. Ja? Jetzt ja. Wir spielen das einfach mal. Aber schade nicht. Warum schadet es nicht? Reset. Falsch. Ja, haben wir schon gecrashed. Super. Warum ist es? Was ist denn da los? Warte. Wir können den IQ-Test irgendwann mal machen, wäre sicher witzig. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Okay. So. Okay. Das funktioniert. What is happening? What? Irgendwie. Das Einzige, was bei dem Spiel funktioniert, ist die Gott. Ah! Was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Gott? Okay. Ah, ist aber interessant. Schaut euch dunkel ein bisschen, gell? Aber. Wo mach ich da? Vom Vaters Auto nicht? Hallo? Was war. Fahr nicht. Warum fahr ich nicht? Okay, das Spiel ist für den Arsch. Warum fahr ich nicht? Fahr nicht. Muss ich mit Controller spielen? Warte mal. Oh! Aha! Okay, warte mal. Wie muss ich Controller spielen? Oh Gott. Okay, pass auf hier. Achtung, wir fahren! Ist aber ein bisschen laut, oder? Warte mal ein bisschen leiser. Ein neuer Follower. Hallo. Warte mal. Hier. Wir können das Spiel leiser stellen. Echt laut. Ja, ist zu laut. Warte mal hier. Spiel ein bisschen leiser. Hier, so. Jetzt. Ah, so. Okay, dann fahren wir mal, oder? Oh. Das ist ein Horrorspiel. Ich muss den Sound noch ein bisschen leiser. Dann müssen wir aufhören, was soll das heißen? So, jetzt geht's aber los. Wo fahr ich hin? Ich sehe einen Scheiß. Dunkel. Und holprig. Ihr könnt auch mal die Scheiße asphaltieren. Wo fahren wir hin? Wo bin ich hier? Also der Horror an dem Spiel ist, das fucking boring ist, nichts passiert. Wo sind die Gegner? Warte mal, fahren wir mal da lang.
Straße entlang, ja? Komm mal. Nee, es soll ein Horrorspiel sein, kein Rennspiel. Komm mal eine Straße entlang, ja? So. Okay? Da haben wir Hapala gemacht. Warte mal. Hier, ich fahre mal eine Straße entlang. Ich habe Angst, was auf der. Steht vielleicht bald was auf der Straße? Senior? Irgendwas muss da noch passieren. Das kann doch nicht das Spiel sein. Ah! Okay. Okay. Wir lassen das. Weil das irgendwie will das nicht funktionieren. Ha, okay, whatever. Ah, nervt mich das, dass das nicht funktioniert. Weil das Ding ist, ich fliege jedes Mal aus dem Menü raus und das ist nervig. Ah, schade. Fährst mit 30. Okay, das war jetzt nicht so geiles Horrorspiel. Wir werden wahrscheinlich irgendwann demnächst irgendwas anderes noch dazu holen müssen. Wie die Leute, es ist halt der erste Livestream seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich habe echt viel vorbereitet, das habe ich jetzt eh schon viermal gesagt. Und ich würde halt echt gerne mehr draus machen, regelmäßiger. Ich muss mir noch andere Sachen einfallen lassen. Was wir machen können, ist, ich habe mir das neue Red Dead Redemption noch nicht angeschaut. Diesen Trailer. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich glaube, den können wir uns anschauen. Oder schauen wir mal den neuen Red Dead Redemption Trailer an, ja? Red Redemption 2. Hier. Da ist ja irgendwas Neues gekommen, hier vor 2 Tagen. Okay, pass auf. Das schauen wir uns jetzt an. Ich verspreche mir halt nichts, ja? Also absolut nichts. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich bin kein großer Red Dead Redemption-Fan. Wäre selber nice, aber pass auf, das machen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt den Red Dead Redemption, ja? Seid ihr bereit für das erste React? Ja? So. Keine PC-Version. Ah. Hallo Youth TV Lea. Schön, dass du da bist. So, pass auf. Haben wir hier? Ne, haben wir keinen Fernseher. Da müssen wir. Oder warte mal, ich mach den so an. Bildschirmaufnahme. Hey, ne? So, den schauen wir uns. Was? Ja, oder? Ist jetzt nicht schön, aber es erfüllt seinen Zweck. So, wir schauen uns das Ding an zu Undead Redemption 2, ja? Ist der Trailer nice? Schauen wir mal. Ja? Noch 7 Monate, dann wird er bis zu 50.000. Oh wow, echt? Geburtstagsessen aus Streamfokus, wir bekommen Chat mit. Es ist halt echt viel gerade, Maxi, ja? So, schauen wir uns mal den Red Dead Redemption Trailer an, ja? Kannst du das nicht auf dem Fernseher machen? Ja, das ist aber so klein, habe ich mir gedacht. Ich glaube, da ist es auch eh okay. So, seid ihr ready? Okay. Schau mal an, wie das ist. They'll probably hang you, buddy. It's lot, gell? The cowboys. In the late 1800s, America was evolving, on its way to becoming the most powerful country in the world. New immigrants arrived, thriving outposts became towns. And civilization was spreading rapidly into the huge, wild, and lawless frontier. With Red Dead Redemption 2, Rockstar Games aims to create a world that's not simply open, but deeper. Come on, pretty boy. More interactive and detailed than ever. Oh god! This is aber schon nice. Action. Storytelling. We need to get those people warm and fed. And gameplay in new ways. As you live, ride, and fight to survive, in a notorious gang. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. Oh, this is a long trailer. Gameplay and introduction part ends. Huh? The game is an attempt to capture this. The first part was schon echt gut. And the modern world was born. There is a huge world to explore, set across a range of America's heartland and frontier. From harsh mountain trails and dense forests
to untamed swamplands and sweeping deserts. Das ist schon geil. Der erste Teil war ja nur Wüste. Ja, der ist schon ein bisschen mehr. And much more. All populated with a diverse cast of characters. Das Einzige, und das macht man jetzt bei dem React so, ja, jetzt könnt ihr euch mal was anschauen von den richtigen React, nein, Spaß. Worauf hinaus will ist, der erste Teil, da hat man doch den John Marston gespielt. Ja, ich will jetzt nicht verraten, wie es ausgeht, aber das Ding ist halt, wem spiele ich in diesem Teil? So weiß man es schon, spiele ich seinen Sohn, den Opa, wem spiele ich? Weiß man das? So will ich keine Nee, ich bin nicht von der Vorgeschichte, ich bin auch der Arthur Morgan. You play as Arthur Morgan, Arthur a Morgan. Senior gun in the Vanderlyn gang, a band of outlaws and outcasts on the run from the pressures of civilized life. Da hört's us. We're gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. Each time they're forced to flee an area, the gang sets up a camp as a base. This is where gang members eat, sleep, perform chores, play games, and share stories. Anyway, I got caught by some hill country sheriff stealing a chicken, das, I think it was, and he decided... Das Ding, was ich mir bei Rockstar Games denke, ist, dass es halt immer, wie umfangreich die Spiele sind. Wenn du dir heute noch GTA anschaust, und GTA 5 ist seit 4 Jahren oder sowas draußen, das Ding ist halt immer, heute werden noch Secrets entdeckt. Und wenn du dir vorstellst, du musst es halt auch irgendwie schaffen, diese Welt zu füllen mit so vielen Sachen. Ich habe mal den alten, ich habe den anderen Red Dead Redemption Teil gespielt, dieses Addon, wo mit den Zombies. Das habe ich sogar let's played. Und das Ding ist halt, es ist halt schon, wie lang das eigentlich nur braucht, dass du halt einfach, dass wie Das spielst du jahrelang, ja? GTA, wir nehmen heute noch GTA-Folgen auf. Weil das Spiel einfach immer noch so viel zu bieten hat. Und das ist halt, hallo 5033, schön, dass du da bist. Ja? Nimm was zu trinken, Kaktus gibt's dahin. Und ja, mal schauen wir weiter. These are the people Arthur calls family. And you will get to know each gang member over the course of the game. So, you save the silly bastard's life, and you and him go robbing sheep. Helping the camp with food and supplies will keep morale high, while spending time with other gang members can reveal new secrets, fun things to do, and opportunities for mischief. How about you and me go and redistribute some property? In and out of camp, the world is alive and responds to the player. What? Sieht schon schön aus. 7 Abos vor 50k. Sieht schon schön aus. Ist ein Schnuck, ist ein hübsches Spiel. Das Ding ist halt auch irgendwie. Gibt es einen Multiplayer? Weiß man das schon? Oder wenn. Nee, ich finde Multiplayer auch gut, wenn es aber nichts vom Singleplayer wegnimmt. So klar wird es interessant für die Leute sein, die der Singleplayer gar nicht interessiert. Und da gibt es viele, die ich kenne. Aber der Multiplayer. Ja, ist schon cool, weil er ein Spiel am Leben hält. Und GTA, würde ich sagen, spielt das auch heute nur noch Leute, weil die Story hast du schon dreimal durch. Ne? Also das heißt, da geht es nur noch um den Multiplayer. Ne? Aber krass, dass es ein Game wird. Ich würde interessieren, was man genau machen kann. Ja? Wird es so umfangreich wie in GTA? Weil was machst du in Red Dead Redemption? Banküberfall? Das wäre nice. Das wäre wirklich geil. Nein, das stimmt schon. Das wäre geil. Ich kann euch aber eine Sache, die es wahrscheinlich nicht geben wird in dem Dings, ein Düsenjet und ein Helikopter. Da wird es nicht geben. Sondern dass ich euch enttäuscht habe. Und das Ding, was auch nicht geben wird, ist, es wird wahrscheinlich keine coolen Rennen geben wie in GTA. Ja, also es wird auch keine. Also es wird ja schon Content weggenommen, weil du ja nicht einfach eine Straße asphaltierte mit Autos machen kannst. Das konntest du in GTA. Was machst du dann im Dings? Pferderennen, okay. Aber, und Jetski wird es auch nicht geben, das glaube ich auch. Weißt du, was ich meine? Also die Frage ist halt so, wie geht's weiter? Was mit einer Laserkanone? Ich bin mir nicht sicher.
Luxari gibt's in Fortnite. Gutes Spiel übrigens. 1A plus, kann nur empfehlen. Oh, hallo, schöne Ladies. Guns are the only way to interact with the environment. Oh, wow. Call out to a passing rider. That's a nice horse. Talk yourself into trouble with a local tough guy. Clear out. Or out of trouble with a town sheriff. Or intimidate a witness into silence. And more. Keep your mouth shut. You're dead. Oh, das ist schon geil. You don't want to yourself with this. Confrontations can be escalated or diffused. Take it easy. Do what you want. I don't care. You can form friendships. God. Or make enemies as you choose. You killed my cousin, you sick son of a bitch! Your actions have consequences. Oh, and it's up to you to decide just how honorable are the... Ich bin... Schaut sich das mal... Das sieht aus wie ein Film! Das sieht aus wie ein Film! Das sieht aus wie ein Film! Diese Szene! Ach, wie das so schaut! Das ist ein Film! Und wie kommt der Trottel überhaupt auf den Berg? Was ist das für ein Mumm? Affenkopf. So, warum, hey, ist er mit dem Wandern abgestürzt? Zu Zufall, dass ich gerade vorbeikomme. It's up to you to decide just how honorable Arthur is. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Shooting and fighting have both been radically improved to make combat deep. Ich schwöre, es wird einen Alien Easter Egg geben. Ja, das ist auch, ja, irgend sowas wird es geben. Oder so Kornkreise, irgend sowas ist ja nice. Nee, das wäre geil. Ist das Ingame-Grafik? Das ist Ingame-Grafik! Das sieht hammer nice aus! And engaging at all times. Each weapon has unique characteristics, with realistic reload and recoil, that always keeps the player grounded and connected to the action in the gunfight. In a similar way, the bond with your horse is crucial and changes based on your treatment of the animal. Was denkst du? Ich muss auch bürsten? Gibt's ein Tamagotchi auch? Ich denke, der ist den Berg hochgeklettert. Er war so ein Doofkopf. Some breeds are better suited for certain tasks. Hallo Lorenzo Zorro. Lorenzo. Along with supplies and animal carcasses that you pick up while out roaming or hunting. Das sieht schon. Over time, the bond between you and your Hallo Kings Caspian. Control intense situations. Oh wow. Yeah, he's a great horse. Aside from when the devil got him. A rich and varied ecosystem thrives in the world, full of predators, oh God, prey, and scavengers, all smart and sometimes deadly. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Hunting helps the camp or earns you money. Wound an animal and you'll have to track them down. Animal pelts and other items you find can be traded for cash to use at general stores, gunsmiths, saloons. Das Ding ist wieder so umfangreich, dass wahrscheinlich halt echt wirklich ein wieder... Ich habe GTA heute noch nicht durch, weil es mich einfach immer irgendwie, GTA ist einfach so umfangreich. Ich mache 30 andere Sachen, währenddessen ich eine Mission machen muss. Das wird mit dem Spiel nicht anders sein. Also ich finde immer, es ist halt so ein alter Witz zu sagen, oh, das ist mir viel zu viel Arbeit, oh, was für ein geiles Spiel wir kriegen. Sei doch froh, dass du so ein geiles Spiel kriegst, aber ich habe schon wieder Angst, dass ich es nicht durchspielen werde. Hallo Glitch, Glitchkeks, hallo. Absolut mit PC, ich habe eine PS4 und einen PC. Wird auf beiden gut ausschauen, ja? Also, das wird auch auf der PS4 nice ausschauen, ja? And elsewhere. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. Ja. This is a world that is rich in depth and detail. All designed to be explored on horseback or on foot. As you live the fateful journey of a gang of outlaws on the run across America. In the next gameplay video, we'll look at missions, activities, Hallo, Fitness 33. Schauen wir gerade den Trailer an von Red Dead Redemption. Oh, geil. Oh, die Slow Motion. Vor allem Dings, im ersten Teil gab es auch so eine Slow Motion. Nice, anschauen. Ich hab immer GTA richtig gespielt. Mich erinnert an GTA Family mit meiner Weiß nicht. Okay. Ist nice, ja. Ich glaube, ich werde es mir holen. Aber ich glaube halt, dass es halt wieder. Und das ist das, was ich gemeint habe letztens. Es war ich schon wieder so ruhig her. Könntest du bitte ein bisschen Musik machen oder so?
verstehen, was ich meine mit Let's Plays. Ja? Du kannst so ein Ding Let's Playen und dann sprich, aber mal, ich blende mal wieder den Chat ein. Ja, ich frage euch, mal, wie hat es euch gefallen? Hat es euch gut gefallen? Was ist das? Was sind du zwei? Esposito 2. Das ist auch eine Show. Was ist das Esposito 2? Warte mal schon mal. Das Esposito 2. Das ist dafür wieder für einen Blödsinn mir gezeigt. Hier. Das hat da wieder gezeigt. Esposito 2? Was ist denn das? Du musst anschauen, alle sagen ja. Steht in der Grund. Ich muss den Chat hier da. Das ist so groß, warte mal. Das ist lustig. Darüber lacht die Jugend also heute. Ich schaue mir das mal ganz kritisch an. Okay. Mit meinen